Ich wohne sehr gerne in der Schweiz. Aber trotzdem ist es sehr schön, dass man immer irgendetwas anderes sieht, statt immer nur das Gleiche. Ich heiße Sünne Johanna Stocker, ich bin 11 und gehe in die 5. Klasse. Mein zweites Zuhause ist Fosnavåg in Norwegen. Ich spiele gerne Klavier, ich gehe ins Tanzen und spiele gerne mit Freunden das. Ich wohne mit meinem Papi Rainer, mit meiner Mutter Inger und der Espen und meinem Kater Nero. Meine Grossmami wohnt noch hier und ich habe noch zwei Grosseltern in Norwegen und zwei Cousinen in Norwegen und eine Tante und einen Onkel. Das Y spricht man halt Sünne aus und nachher zu viele sprechen es halt falsch aus, aber in Norwegen eigentlich ist das ein ganz normaler Name. Also meistens fahren wir nach Zürich und von Zürich fliegen wir dann auf Amsterdam und von Amsterdam müssen wir dann nochmal fliegen auf Oslo. Dann fahren wir bis zum Hafen und mit der Fähre fahren wir dann auf Fosnavåg. Also es ist sehr viel freie Natur und es hat schöne Berge und Hügel und ein schönes Meer und See. Es ist sicher viel kälter in Norwegen und hat viel mehr Schnee im Winter. Und das hat auch spezielle Tiere, so wie Rentiere. Und das sieht man mehr als in der Schweiz. Sonst ist meistens eigentlich alles gleich. Also die Leute sind sicher sehr nett und lustig. Ja, und sie essen halt auch anders essen und es ist ein bisschen anders. Ich denke nicht, dass ich dort wohnen will, weil ich wohne sehr gerne in der Schweiz und ich habe auch viele Freunde da. Wir machen jetzt Wählen. Das ist ein norwegisches Gericht und es ist eine Art Pancakes. Wir brauchen Mehl, saure Milch, Eier, Zucker, Natron und Butter. Meistens mit einer Zucker-Butter-Füllung oder mit Braunkäse. Letzten Sommer waren wir mit Freunden in Norwegen. Da haben wir sehr viel gefischt und wir sind mit dem Wohnmobil sehr viel herumgefahren. Und wir sind wandern und wir haben sehr viel gesehen, Tiere. Und mich hat sehr gefreut, meine Grosseltern gesehen und die Freundinnen dort. Vor allem mich eigentlich immer wieder meine Familie gesehen dort oben. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen und wenn ihr noch mehr von meinen zwei daheim sehen wollt, dann abonniert den Kanal.